Willkommen zurück zum nächsten Part von Let's Play Super Smash Bros. Brawl. Im letzten Part haben wir uns den klassischen Modus angeschaut auf heftig und haben miserabel verkackt, weil ich kurz vor Ende nochmal so einen dummen Fehler gemacht habe und ich jetzt fast ohne Game Over geschafft. Es war so knapp. Mann. Und jetzt kommt der All-Star-Modus. Ich werde wieder mal einen zufälligen Charakter nehmen und wieder mal auf heftig spielen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diesmal auf jeden Fall Game Over gehen werde, denn der All-Star-Modus ist meiner Meinung nach noch schwieriger als der klassische. Und wir haben Lucario. Damit bin ich, ja, relativ zufrieden. Ich komme mit Lucario in etwa genauso gut zurecht wie mit Falco, den wir ja im klassischen Modus per Zufall gekriegt haben. Deswegen ist das schon mal ungefähr ausgeglichen. Und mit Lucario wird es auch sehr interessant. Denn der All-Star-Modus läuft so, wir kämpfen immer gegen die Charaktere und wir werden auch gegen jeden einmal kämpfen müssen. Und wenn wir Schaden in einer Stage kriegen, dann bleibt der gespeichert für die nächsten Runden. Wir haben allerdings 3 Herzcontainer, die wir jederzeit nehmen können und die uns auch komplett heilen. Also nicht nur 100 Schaden wie sonst, sondern die heilen einen wirklich komplett. Und ja, man muss eben alle diese Kämpfe gegen die Charaktere hier überleben. Und ja, das Unfaire ist halt wirklich, dass der Schaden gespeichert bleibt. Und die Kämpfe sind aber ein bisschen leichter, also sie sterben schon so bei 60-70% Schaden, schätze ich mal, selbst im heftigen Modus. Und man sollte wirklich aufpassen, dass man im Prinzip fast gar nicht getroffen wird. Dass ich jetzt hier 19 Schaden habe, ist schon viel, auch wenn es sich nicht so anhört. Ihr müsst halt bedenken, ich habe den Schaden jetzt für die ganzen nächsten Runden, außer ich heile mich. Und das mit dem Heilen wird jetzt auch so eine Sache. Wow, okay, jetzt werde ich gerade richtig verprügelt. Denn ich habe Lucario. Und das Interessante ist ja, dass er stärker wird, je mehr Schaden er hat. Deswegen werde ich wahrscheinlich enorm viel riskieren und mich nie heilen, so ungefähr. Und das könnte dann aber auch ein Problem werden, weil man sollte sich schon heilen. Und wenn ich das dann nie tue, dann, ja, weiß ich nicht. Nicht so gut. So, dass wir hier am Anfang gleich mal eine Stage haben, wo wir gegen 4 Charaktere kämpfen müssen, ist ziemlich heftig. Es können aber immer nur maximal 2 gleichzeitig im Bildschirm sein. Aber die Reihenfolge, in der wir kämpfen, ist nicht zufällig, sondern es ist immer dieselbe. Also wir werden immer am Anfang gegen Mr. Game & Watch spielen und dann immer gegen diese 4 Mario-Charaktere. Allerdings wird die Stage per Zufall ausgewählt. Also es ist natürlich immer eine Stage, die zu dem jeweiligen Spiel passt. Das heißt, bei Mr. Game & Watch kann nur eine einzige Stage erscheinen, nämlich ja, der Mr. Game & Watch, der Game & Watch. Hier kann aber entweder diese Stage kommen oder auch Luigi's Mansion oder auch die Mario Kart Stage oder auch hier die Super Mario Brothers Stage. Eine von den 4 kann kommen. So. Und man muss eben jetzt immer taktieren. Man sieht jetzt beim nächsten Kampf, ich habe 2 Gegner und muss überlegen, gehe ich das Risiko ein oder heile ich mich doch lieber jetzt schon? Und ich gehe das Risiko ein, denn mit Lucario und meiner Ultra Power macht mir das ja gar nichts. So, ich gehe gleich mal hier nach oben, auch wenn es so ein bisschen riskant sein könnte. Sehr schön, sie sind links von mir. Vielleicht kann ich sie jetzt mit meiner Aurasphäre immer schön links halten, in der Nähe vom Donkey Kong. Und der wird jetzt dann bald mal aktiv. Ich weiß, ich kämpfe jetzt hier auch so ein bisschen lame, aber ich muss halt auch auf mich achten. So, genau, DK kriegt jetzt gleich mal auf die Fresse und Diddy auch, sehr schön. Und beide tot. Nice. Und auch wieder eine geile Endpose. Yeah. So, haben wir da jetzt überhaupt Schaden bekommen? Nein. Okay, nur gegen die Ice Climbers, das packe ich glaube ich auch noch. Wir sehen schon die Ice Climbers, danach kommt Rob und dann kommt Link, Zelda, Ganondorf und Toon Link. Also alle aus dem The Legend of Zelda Universum. Das bedeutet, das wird wieder ein Kampf gegen 4 Charaktere gleichzeitig. Deswegen werde ich mich wohl höchstwahrscheinlich vor diesem Kampf heilen. Denn gegen 4 Charaktere zu spielen mit über 100 Schaden, ja, ist nicht ganz so toll. Ich glaube aber sogar, es kann theoretisch Essen erscheinen als Item. Auch wenn ich mir da jetzt nicht sicher bin, aber ich meine, das geht. Aber es wird jetzt, glaube ich, niemals passieren, dass ihr eine Maxi-Tomate oder einen Herzcontainer seht. Einfach so, das auf gar keinen Fall. Und es gibt auch weniger
heftige Items, sage ich jetzt mal. Ja, gegen Grub spielen wir auch noch. Also habe ich zumindest das Gefühl. Denn das wäre ja auch ein bisschen unfair für beide Seiten. Einerseits für die Computer, aber vor allem für den Spieler. Denn wenn der wenn halt einfach mal vor dem Gegner ein goldener Hammer spawnt, dann ja, haut der damit auf einen drauf und das war's. Denn das Problem ist auch, wir haben nur ein einziges Leben. Das heißt, wenn wir einmal sterben, dann war's das. So. Wenn ich mich jetzt natürlich nicht heile. Es kann entweder die Brücke von Eldin kommen oder hier, die Wind Waker Stage. Ach komm, was soll's. Wenn ich den Kampf jetzt noch überlebe und mich danach erst heile, das wäre richtig gut. Ich hoffe, es kommt die Brücke von Eldin. Sehr gut. Weil da kann ich schön mit meiner Aurasphäre spammen. Das könnte ich auf der Wind Waker Stage nicht so gut. Und ja, wie gesagt, die Taktik ist lame, ich weiß, aber ist mir sowas von wurscht. Ich möchte einfach nur irgendwie hier überleben. Okay, Link kriegt schon mal ordentlich auf die Fresse. Das ist gut. Ja, na, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, eine Mine. Lauf rein, bitte. Reinlaufen, sagte ich. Ja, nee. Fuck. Mann, die weichen aber auch allem aus. Wir haben auch im All-Star-Modus kein Zeitlimit, sondern ihr könnt sehen, die Zeit läuft nach oben und nicht nach unten. Also wir können uns theoretisch so viel Zeit lassen, wie wir wollen. Nein, nein, nein. Verpiss dich, Zelda. Hör auf jetzt. Zack. Sehr schön. Okay, Zelda ist tot. Wer kommt jetzt? Ganondorf. Sehr gut. Meine 151 Schaden sind natürlich schon sehr, sehr nice. Zack. Hör auf, auszuweichen. Nein, wenn mich Ganondorf natürlich einmal trifft, ne, mit irgendeiner Attacke, bin ich quasi schon sofort tot. Oh, ich hab so Schiss, ich hab so Schiss. Ich hab so Schiss. Ich will nicht. Ich will nicht. Oh, das ist so scheiße, wie ich hier kämpfe. Ich geb's ja wirklich selber zu. Oh, eine Helfertrophäe. Okay, der ist ganz gut, aber er ist ein bisschen zu weit weg. Geh mal näher nach links, du Idiot. Da links sind die Gegner. Aber wir könnten es hinkriegen, wir könnten es hinkriegen. Nein, geh weg. Okay, gut. Moment, kommt der von rechts? Kommt der von... Nee, von links. Okay. Oh Gott, ich hab so Schiss. Nein, 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 nein. Okay, Ganondorf ist tot. Ganondorf ist tot. Boah. Ja, nimm mit. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Kaboom. Okay. Da habe ich jetzt richtig viel Glück gehabt. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, und jetzt aber heilen. Ja, damit. Okay. Und jetzt gegen... Es wurde eigentlich Samus angezeigt, aber wir kämpfen gegen Zerus und Samus. Das konnte man links oben sehen. Sehr interessant. Also man kann hier entweder gegen sie kämpfen oder gegen Samus eben. Das ist zufällig. Boah, ey, die lässt sich aber nicht treffen. Sie ist natürlich auch sehr, sehr wendig und schnell. Und Problem ist halt, ich bin jetzt geheilt, was ja theoretisch gut ist, aber für Lucario nicht, denn jetzt bin ich wieder viel schwächer. Und man merkt den Unterschied schon wirklich deutlich. Wow, 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 wow. Chill. Aber man soll... Mann, die macht mich fertig. Aber man soll ja sogar im... Willst du mich verarschen? Aber man soll ja sogar im neuen Smash Bros. Den Unterschied zwischen Lucarios Stärke noch viel deutlicher merken, wenn er Schaden bekommen hat. Da bin ich schon sehr gespannt, wie das dann aussehen wird, ein Blitz. Ja, und natürlich werde ich verkleinert, natürlich. Und dadurch sterbe ich jetzt hier, ne? Ich sehe schon kommen. Das ist halt das Problem, wenn man einmal Pech mit den... Nein! Ja, toll, super, perfekt. Das meine ich. Das ist das Problem im All-Star-Modus, weswegen ich ihn auch so ein bisschen behindert finde. Nee, das stimmt nicht. Ich mag ihn schon, aber ich mag den klassischen lieber, weil vor allem im heftigen Modus. Ihr habt ja gerade gesehen, das Problem ist halt wirklich, dass man nur ein Leben hat. Wenn man zumindest drei Leben hätte oder so, dann wäre es noch okay. Aber das Problem ist halt wirklich, wenn der Gegner einmal ein starkes Item kriegt oder ich selber kriege eins, was aber kacke ist, was absolut selten eigentlich passiert, aber ich hatte das Pech gerade. Wenn sowas halt passiert, dann ist man halt im Prinzip tot. Dann kann man nichts mehr machen und man hat nur ein Leben. Deswegen
Ist da nicht gerade eine Trophäe? Nee. Und die Herzen respawnen auch nicht, obwohl man Game Over gegangen ist. Das finde ich auch ein bisschen fies. Und das ist wirklich auch ein deutliches Zeichen dafür, warum der All-Star-Modus im heftigen Modus echt unfair ist. Ich bin ja in den Kampf gegen Zeus und Samus mit 0 Schaden reingegangen. Gar nichts. Und dann hat sie es trotzdem geschafft, mich zu töten. Ich habe jetzt auch... Wow. Sag mal, was zum Ver... Was war das denn jetzt für ein Kack? Ja, aber ihr habt gesehen, ich bin... Das war jetzt gerade Fail, das geht auf meine Kappe. Ihr habt gesehen, ich bin mit 0% Schaden zu ihr reingekommen und trotzdem hat sie es geschafft, mich zu töten. Und das ist einfach behindert, wenn man nur ein Leben hat. Wenn ich halt einen Blitz einsammle und denke, ja cool, ein Blitz. Ich weiß nicht, wie die Prozentverteilung da ist, aber ich denke mal zu so... gefühlt 70-80% wird der Gegner verkleinert und der Rest ich. Deswegen ist es eigentlich wirklich sehr unwahrscheinlich, aber... Ja, ne? Ihr habt es ja gesehen. Und das ist halt echt ziemlich behindert. Ja, aber kann man nichts machen. Rumheulen bringt jetzt auch nichts mehr. War ja eh klar, dass ich Game Over gehen werde. Wäre ich später eh noch. Weil das... Also, wenn ihr es schafft, den im heftigen Modus zu spielen, den All-Star-Modus, und nicht Game Over geht, dann seid ihr echt gut. Ich glaube sogar, ich habe es einmal geschafft mit Link oder mit Meta Knight. Ich weiß nicht mehr mit wem. Also wenn ich hier meinen eigenen Charakter aussuchen dürfte, dann wäre ich bestimmt auch nochmal ein bisschen besser, aber das würde ich trotzdem nicht im ersten Versuch schaffen, das ohne Game Over. Das ist fast völlig unmöglich. Also ich meine wirklich, ich habe es einmal geschafft, aber nach ziemlich vielen Versuchen auch. Und gegen Ness und Lukas zu kämpfen ist auch so scheiße, weil man kämpft in New Pork City, das ist ja ihre einzige Stage, die sie hier haben. Nee, stimmt gar nicht. Sie haben ja aus Melee Onette wieder zurückbekommen. Aber Melee-Stages können hier nicht auftauchen. Und ja, das Problem an dieser Stage ist, ja natürlich, dass sie verdammt riesig ist und man Ewigkeiten braucht, bis die beiden mal rausgeflogen sind. Und in der Zwischenzeit können die einem so viel Schaden reinhauen, das ist echt nicht mehr feierlich. Ja, hör doch auf zu nerven. Ist mir scheißegal, wie viel Schaden ich hier kriege. Ich werde danach eh einen Herzcontainer nehmen. Ich will einfach nur nicht Game Over gehen und den ganzen Kampf nochmal machen. Da habe ich echt überhaupt keinen Bock. So. Ja, ihr seht. Sie haben zwar schon beide 80 Schaden, aber wirklich von wegfliegen kann man immer noch nicht reden. Weil die Stage halt so riesengroß ist. Okay. Lukas ist... Ja, ist tot. So, fehlt noch Ness. Aber der dürfte eigentlich auch nicht mehr lange leben. Und stirb. Okay. Vielleicht überlege ich es mir sogar mit dem Herzcontainer. Wer kommt denn jetzt? Oh Gott, Marth und Ike. Da ist die Stage ganz okay. Nämlich hier. Die umkämpfte Festung. Oder Moment, heißt die so? Die umkämpfte Festung hieß es in Superman bisher. Wie heißt denn die Stage überhaupt? Oder heißt die auch umkämpfte Festung? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Stage ist okay, aber der Kampf ist sehr, sehr schwierig, weil Marth und Ike sind zwei sehr, sehr gute Kämpfer. Aber Ike ist gerade ein bisschen behindert irgendwie. Aber ich habe viel Schaden, deswegen ist meine Aurasphäre sehr, sehr stark. So. Wow. Er wollte gerade zum Smash-Angriff ansetzen. Wenn mich der getroffen hätte, dann, ja. Dann gute Nacht. So, aber es läuft gut. Geht kaputt? Yes. Nice. Ich will nur wissen, was ein Pokéball ist. Ich will wissen, was ein Pokéball ist. Na! Oh, schade. So, ja. Geht schon. Geht schon, geht schon. Was soll's. Ist ja eh egal, wenn ich Game Over gehe. Ich bin ja schon Game Over gegangen. So, hallo Yoshi. Also wenn nicht wieder ein mega unfaires Item erscheint, dann könnte ich das vielleicht sogar noch packen, selbst mit so viel Schaden. Weil Yoshi hat bisher nicht wirklich viel Gegenwehr gezeigt. Ja, irgendwie überhaupt keine. Ja, jetzt ein bisschen. Nice.
Chancenlos. Und jetzt kommt Captain Falcon. Ja, geht schon, geht schon. Ich meine, ich habe viel Schaden und bin daher stark, also warum nicht? Und wenn ich Game Over gehe, dann... Wow, das war gut. Kann ich euch jetzt gleich nochmal zeigen. Jedes Mal, wenn man Game Over geht, muss man 100 Münzen zahlen und verliert auch einige seiner Punkte. Die Punkte sind aber völlig wurscht. Die Münzen nicht, die braucht man für die Münzschleuder eben. Habe ich ja schon mal angesprochen. Die werde ich euch vielleicht auch nochmal kurz zeigen dann. Irgendwann, in einem späteren Part. Ja, aber ihr seht, ich habe 9.999 Münzen. Hatte ich zumindest, jetzt nicht mehr. Ein Blitz! Und, wow, ich wurde verkleinert. Echt jetzt? Das gibt's ja gar nicht. Sowas aber auch. Also wirklich. Ja. Ich glaube, ich muss das nicht mehr weiter kommentieren. Aber jetzt habe ich Glück mit dem Fächer. Und er hat Glück mit einer Dekunus, aber er... Na, verdammt mal. Aber ich muss ihn einfach die ganze Zeit verprügeln. Ich glaube, er hat sie jetzt auch schon gar nicht mehr. Und übrigens, es ist auch so... Ach, da liegt sie. Okay. Es ist auch so, dass man im... Alter, hör auf zu nerven. Dass man im heftigen Modus, wenn man Game Over geht, mehr Münzen bezahlen muss als in den leichteren Modi. Das heißt, hier muss man ja 100 Münzen bezahlen, wenn man stirbt. Und in den leichteren Modi sind es nur... 10, 20, 50, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall deutlich weniger. Deswegen ist es schon relativ fies hier auch. So, die Stage von Sonic, die Green Hill Zone, ist eigentlich ganz gut, weil die Computer sind meistens zu blöd, diese Dinger hier zu aktivieren. Ja, gut. Ja. Ach ja. Der All-Star-Modus. Auf heftig. Das ist schon echt eine faire Sache. So. Aber jetzt einfach schaffen, dann ist es ja wurscht. So, krieg ich auf die Fresse. Zack und zack und zack und zack und zack und tot. So, jetzt kommt, glaube ich, wieder drei Kämpfer. Genau, nämlich Kirby, König DDD und Meta Knight. Der Kampf ist auch relativ schwierig, finde ich. Vor allem, weil Meta Knight dabei ist. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Meta Knight alleine wäre schon sehr, sehr gefährlich. Aber dann auch noch in Zusammenarbeit mit zwei anderen. Das ist ziemlich unnett. So, vielleicht schaffe ich sogar, dass König DDD blöd ist und hier unten gleich stirbt. Oder beide. Das ist so cool. Wenn man dann nämlich im letzten Moment springt, dann sind die Computer meistens zu blöd, um noch hinterher zu springen und sterben dann beide. Das ist so cool, einfach nur. Ah. So. Kirby, dann dich werde ich ja jetzt wohl noch hinkriegen. Zack. Oh, ne. Rauchbombe. Los! Und stirb. Ne, er lebt noch. Curry, Curry, Curry. Ja, jetzt ist er tot. Da kann er jetzt nichts mehr machen. Ja, komm hoch. Tausch dich nicht. Aber ich habe ihn nicht töten können. Aber nein. Aber jetzt. Okay. Es fehlen gar nicht mehr so viele Kämpfe. Als nächstes kommen wieder drei. Vor allem das Ende vom All-Star-Modus ist auch richtig fies. Weil jetzt kamen drei Kämpfer auf einmal. Kirby, König DDD, Meta Knight. Jetzt kommen drei Kämpfer auf einmal. Falco, Wolf und Fox. Und die sind auch richtig fies. Also das ist auch ein sehr, sehr schwieriger Kampf. Weil alles drei wieder sehr, sehr gute Kämpfer sind. Und hier könnte ich auch einfach so sogar Game Over gehen. Danach kommt noch Wario, das ist okay, weil das ist nur ein Einzelkampf. Und danach kommen noch die ganzen Pokémon. Und die Pokémon sind besonders fies. Warum? Das werdet ihr ja dann gleich sehen, wenn wir bei ihnen sind. Also die Pokémon an sich jetzt als Kämpfer sind gar nicht so schwer. Aber wegen einer kleinen Besonderheit ist der Kampf wirklich ziemlich brutal.
Und was ich auch nicht ganz verstehe, der allerletzte Kämpfer, quasi der Final Boss sozusagen, ist Ulimar. Warum gerade Ulimar? Das macht überhaupt keinen Sinn, dass es er ist. Aber mal null. In Melee gab es ja auch schon den... Nein! In Melee gab es ja auch schon den All-Star-Modus. Und da war der Final Boss sozusagen Mr. Game & Watch, was ich auch besser finde als Ulimar. Vor allem war es nicht ein Mr. Game & Watch, sondern es waren, ich glaube, 25 Mr. Game & Watches oder so. Ach, fick dich doch verdammt nochmal. Es waren auf jeden Fall verdammt viele, gegen die man kämpfen musste, die aber auch mit einem Schlag eigentlich sofort draußen waren. Das war so ein bisschen was Besonderes. Aber hier der letzte Kampf ist einfach ein ganz normaler Fight gegen Ulimar, nichts Besonderes. Deswegen finde ich das so ein bisschen komisch. Warum gerade Ulimar? Ja, und ich habe es euch gesagt, dieser Kampf hier gegen die drei ist vielleicht sogar der schwerste. Einfach aus dem Grund, weil die drei Kämpfer an sich ziemlich gut sind. Wow, aber das ist eine mega effektive Taktik. Also hier kann man wirklich auch mit 0% Schaden mal sterben. Und das sogar ohne unfaire Items. Einfach weil der Kampf an sich wirklich verdammt schwierig ist. So, aber wenn Wolf jetzt gleich draußen ist, dann habe ich ein ganz gutes Gefühl, weil gegen einen einzigen Charakter alleine sollte ich dann doch bestehen, selbst mit 60% Schaden. Aber dafür muss Wolf halt erstmal sterben. Deswegen gehe ich jetzt auch vermehrt auf ihn und weniger auf Fox. Okay, und ne, er lebt noch, aber jetzt nicht mehr. Okay, gut. Und Fox bringt sich fast selbst um. So, und nein! Jetzt hat er es in der Luft wieder gegrabt, der Arsch. Helfer-Trophäe ist sehr gut. Ah, was will ich denn mit dir, Tingel? Du kannst nix. Och nee, was soll der Kack denn jetzt? Jetzt zoomt die Kamera auf mich zu. Das ist natürlich mega behindert, weil dem Computer macht das gar nichts. Der weiß ja so, wo ich bin, aber ich nicht. Boah, wenn mich der jetzt noch tötet, ne, und ich das nochmal machen muss, dann... Warum habe ich eigentlich noch nie den Konter eingesetzt? Im ganzen All-Star-Modus. Fällt mir gerade so auf, den könnte man vielleicht auch mal einsetzen, aber... Es bietet sich nicht die Gelegenheit dazu... Vor allem jetzt nicht, Gottverdammt nochmal! Das kann ich jetzt auch nicht mehr riskieren, den Konter zu machen, weil... Wenn man ihn verkackt, ist man danach für... What the fuck? Was war das denn jetzt für ein Bug? Habt ihr das gesehen? Was war denn mit der Aura-Sphäre los? Okay. Ja, sehr interessant. Jo, dann heile ich mich jetzt mal. Ausnahmsweise. Man kann hier übrigens auch schon rein, obwohl man noch nicht voll geheilt ist. Das wird dann trotzdem noch gemacht. In Melee war das nicht so. Wenn man da schon in das Portal reingesprungen ist, obwohl der Schaden noch nicht wieder ganz geheilt war, dann hat man den noch behalten. Richtig fies. So, Wario. Geh mal zur Kiste, geh mal zur Kiste. Werd mal vereist. Danke. Und ich habe einen Stern. Sehr gut. Ja, das soll es eigentlich gewesen sein. Und noch eine coole Explosion. Boom! Boah, cooles Endbild. So, und jetzt der Kampf gegen die Pokémon. Und wie gesagt, das ist besonders fies, denn wir müssen hier nicht gegen 4 Charaktere kämpfen, sondern gegen 6. Das liegt nämlich daran, dass man gegen jedes einzelne Pokémon des Pokémon-Trainers separat kämpfen muss. Das heißt, wenn wir jetzt Glurak besiegt haben, dann kommt Chigi und danach kommt noch dieser Knosp. Die können auch gar nicht wechseln, sondern wenn sie halt sterben, dann kommt automatisch das nächste. Also obwohl da links oben 4 Charaktere angezeigt werden, sind es in Wahrheit 6. Und das ist das besonders fiese. Genau, geht zur Bombe. Und habe ich sie jetzt? Ne, er hat sie immer noch. Explodier? Ah ne, verdammt. Ja, ich hoffe, ich kriege das überhaupt hin jetzt, ohne Game Over zu gehen. Aber trotzdem finde ich den Kampf an sich nicht so schwierig, weil... Irgendwie spielen die Charaktere hier, also die Pokémon, nicht so gut, habe ich das Gefühl. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Fox, Falco und Wolf auf einem höheren Schwierigkeitsgrad sind. Und hier die Pokémon an sich sind auch
gar nicht mal so mega schlimm, aber ja, ich kassiere gerade richtig. Ja, okay, jetzt bin ich tot. Ich habe noch nicht mal die ersten beiden besiegt von 6. Und ja, ein Smash Ball auch noch, genau. Ja, den kann ich mir nicht holen, wenn ich so lahm bin. Jetzt, ja. Nein! Okay. Ich möchte... Nein, nein! Ich möchte Lucario noch ganz gerne töten, bevor ich ihn einsetze. Damit ich... Obwohl... Nee, komm. Setz mal ein. Nein! Ich wollte doch... Nein, hör auf, den immer aus mir raus zu prügeln, du Arsch! Okay. Pokémon-Trainer ist aber behindert und shield. Oh, ich bin so kacke. Aber meine Power nimmt zu. Kreist er eigentlich hier rum? Nee, tut er nicht. Okay. Och, jetzt hört doch mal auf mich. Ja, was ist denn? Ja, genau. Natürlich. Ja. Nee, ist klar. Wo ist der jetzt hin? Okay, ist weg. Ah, nee, da ist er wieder. Ja, hallo. Ja, du kannst auch mal wieder verschwinden. Hör doch mal auf zu blocken die ganze Zeit und stirb einfach. Boah, willst du jetzt mal abkratzen, Lucario? Kann doch nicht dein Ernst sein, ey. So. Ja, meine Power nimmt zu, aber ich habe trotzdem nicht das Gefühl, dass das reichen wird. Ja, weil ein Donner oder eine etwas stärkere Attacke von Pikachu und das war's. Nein, 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 oh Gott, oh Gott. Boah, wie habe ich denn das jetzt gerade überlebt? Die haben 1 Million starke Attacken hintereinander gemacht, aber ich habe irgendwie gerade so noch überleben können. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Stirb. Nice. Ja, danke meine Fans, aber das wird, glaube ich, trotzdem nichts. Gib mir den scheiß Power-Stern. Gib mir den fucking Stern. Danke. Boah, ich habe so viel Schaden. Ich bin so mächtig gerade mit Lucario, aber bringt mir halt nicht so viel, weil eine Attacke und ich bin draußen. Ne? Nice. Okay, Pummeluff. 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 Oh nein! Pummeluff, auf! Auf! Oh Gott! Gewehr! Gib den Scheiß jetzt her und setz ein. Ich hab's geschafft. Dankeschön. Mann, ey. Alter. Guckt euch mal an, wie riesig die Aurasphäre ist. Wahnsinn. So. Und noch der letzte Kampf gegen Olimar. Meine Güte. Wie oft bin ich jetzt hier Game Over gegangen? 6-mal? 7-mal? Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, probiert es mal selber aus, den Oyster-Modus auf heftig, ohne zu sterben. Und wenn es euch zu heftig ist, dann macht erstmal den klassischen Modus auf heftig, mit 5 Leben. Das ist nämlich wirklich... gut möglich. Ja, gut möglich ist jetzt vielleicht auch übertrieben. Aber ihr habt ja gesehen, vorhin mit Falco, nicht vorhin, aber im letzten Part mit Falco, habe ich es fast geschafft. Nur wegen Dummheit habe ich es verkackt. Und wenn ich noch einen bisschen besseren Charakter gehabt hätte, dann hätte ich es vielleicht sogar sofort hingekriegt. Also könnt ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Gut. Und immer wenn man den All-Star-Modus schafft, dann kriegt man eine Trophäe des jeweiligen Charakters, während er gerade seinen Ultra-Smash einsetzt. Auch sehr, sehr schön. Beim klassischen Modus hat man einfach eine normale Trophäe von dem Charakter bekommen. So, und hier werde ich jetzt einfach mal vorspulen. Einfach damit das ein bisschen schneller geht. Wird eh noch trotzdem ein bisschen dauern. Das könnt ihr auch mal als Challenge probieren. Während das hier erschnellt ist, alles treffen. Wenn ihr das schafft, dann schenke ich euch 1 Million Euro. Ohne Cheats, ne? Ist klar. Ich glaube, ich muss keine 1 Million Euro hergeben, denn das ist ein bisschen sehr unmöglich. So, und wieder mal ein paar schöne Bilder gibt's jetzt von Lucario. Wow, unglaublich. Sehr schön. Ich habe keine Ahnung, was die da gerade machen.
Melonen-Baseball oder so. Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber sie sind auf jeden Fall alle happy. Und ja, das war's mit dem All-Star-Modus. Beim nächsten Mal, wir sind nämlich noch nicht fertig, geht's dann weiter mit den Missionen. Davon gibt es insgesamt 41. Ob ich auch die Zwei-Spieler-Mission irgendwie machen werde, weiß ich noch nicht. Mal gucken, aber wahrscheinlich eher nicht. Aber schauen wir mal. Aber ich werde natürlich wieder alle Missionen auf schwer durchspielen. Heftig kann man hier leider nicht auswählen, aber ich werde sie alle auf schwer machen. Und da sind auch einige dabei. Das wird eine Zeit lang dauern, bis ich die auf schwer habe. Also, wenn ihr das sehen wollt, dann beim nächsten Mal zum nächsten Part von Super Smash Bros. Brawl wieder einschalten. Ciao, Leute.